Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier der Karte von Thüringen. 2 Version 3.1.01. Jetzt sammeln wir jetzt hier weiter Ballen. Kleeballen, Klee-Silageballen, Sonnenfeder werden. Da haben wir noch einen Rest Pferdeballen drauf und 3 Luzerneballen. Und die muss ich noch sammeln und dann später gleich nochmal hier düngen. Düngen tue ich zurzeit auf Feld Nummer 41 und 29. Mit Pferdegrasballen bin ich ja fertig. Da hatte ich ja 2 Ball Folgen. Naja, verbockt kann man sagen, da war absolut nichts gut in Qualität. Ne? Also ja, bildlich ganz schlecht. Extrem stark gehackt. Hat das Programm auch gemeldet. Wird man sehen, 15 ausgelassene Frames insgesamt. Ja, heftig. War doch zu hoch geschraubt, die Leistung. Für die CPU, ne. Die CPU hat er gegangen. Das war ja nicht so schlimm, aber die CPU war heftig. Da habe ich dann gesagt, okay. Geht's für den alten Modus, der funktioniert hat, ne. Ja, und ich glaube, wir besser. Geht ja nicht, ne? Was ich jetzt gemacht habe, ich nehme jetzt 1:1 auf. Und wie man sieht, also ich sehe jedenfalls, dass die Aufschlag nicht so extrem ist, ne? Wie vorhin. Und wenn ich 4K spiele und 2K runterrendere, dann ist er gleich, muss er ja leicht nebenbei machen, ne? Und das ist dann über CPU, ne? Und so habe ich jetzt entsprechend bessere Werte, ne? Ich sehe gerade, dass die GPU bei 50%, 60% ist. Oh. Ja, aber solange ich nicht die 100% ist, dann geht er. Aktuell sehe ich keine Warnmeldung, das passt schon. Also ich habe glaube das Gefühl, dass ich zur rechten Zeit mir den Rechner gekauft hatte. Mit entsprechend neuer Technik. Und jetzt ist ja wieder der ganze Spuk mit dem ganzen Mining, also das Kryptogeld erschaffen mit entsprechender Hardware. So dass der ganze Markt wieder abgefaked ist und so die Preise auch wieder in Keller, also durch die Decke schlagen, damit man überhaupt was kriegt. Das ist richtig fies, ne? Ich persönlich aber nicht vor, wenn man nicht rechnet, Rechnerverschleiß, die Stromkosten, Internetkosten, Internetkosten habe ich ja verdreht, aber wenn die Sprit kriegen, dass ich damit dauerhaft online bin, dann werden die nicht von begeistert sein, weil das ist schon manchmal arg an der Spitze, von der Auslastung her. Wahrscheinlich wird einiges machen, aber Österreich ist schon ziemlich teuer. Von daher garantiert sich nur, wenn du Strom auch selber erzeugen kannst. Sonst war das nichts. Ja. Ich habe ja im Frühjahr vor, mir so eine Solarzelle zu kaufen. Für meine Dachterrasse. Dann möchte ich mal ein bisschen Strom rein erzeugen. Von eigenem rauf. 1 bis 2 Geräte habe ich mir vorgestellt. Und wenn ich so am Wochenende spiele, am Tage, dann würde ja meine 800 Watt oder 400 Watt oder 600 Watt, je nachdem, ein Beirechner oder einer,
entsprechend dann voll. Nö, drei gehen noch rein, ne? Und zwei. Zwei, drei. Drei, drei. Die andere fahren wir so nochmal. Dann würde sich das gut rentieren, ne? Wenn man tagsüber und im Sommer läuft die Klimaanlage noch, wenn richtig heiß ist. Ja, mal sehen, ne? Frage ist auch mal, ob ich so ein Ding kriege, ne? Ob sowas auf der Verfügung steht, ne? Ich muss vielleicht schon mal um Fehlpartung kümmern. Aber jetzt kommt noch ein Abbuchung für die Versicherung, fürs Auto und Steuer. Deswegen muss ich da noch ein bisschen abwarten, ne? Mit dem Kauf bei größeren Summen, da bin ich ein bisschen vorsichtig. Ja, muss gleich weiter düngen auf unserem Kleefeld. Also Kleefeld macht weniger Arbeit und man bekommt trotzdem das Geld, ne? Ich guck mal, zeigen kann. Und zwar ist das vom Preis her Heustroh. Also hier gibt es auch viele Waren, ne? Also Luzerne frisch, Luzerne angetrocknet, Luzerne Heu, Luzerne Silage. Zu Silage bekomme ich 6,30 Euro. Und Klee, also von der BGH. Scheune ist ja ein Scherz, ne? Und Kleesilage auch 630. Ackergras 700 habe ich aber nicht. Oder ist das jetzt hier der Samen? Könnte sein. Also, und ich habe jetzt Pferdegras Silage gemacht. Da gibt es echt 900 Euro. Das ist viel Geld. Gibt es noch mehr? Elefantengras? Löffner im Bauzentrum, was wollen die denn damit? Bestimmt was bauen. So, Mohn und CCM. Das ist ja Mais. Das hängt ja mit diesen Dings zusammen, ne? Wie heißt er noch gleich? Ach, hier ist hier. Rindermulch. Wenn das Sägewerk läuft, hat man auch Rindermulch. Aber dürfen wir nicht so viel haben. Strohpellets und so ist ja von Dings. Beton, Abraum, Erde, Kies, Sand, Silogras. Und Silogras, Scheune. Also keine BGH. Ach, Silogras an sich, achso. Ich habe ja noch Silogras Silage. Aber da nutze ich zur Not auch für die Kühe, ne? Mais-Silage auch, bringt auch viel Geld. Besser wie vorher. Aber da muss ich noch ein bisschen warten, was bald ist. Rocken, Trikale. Er hat ja auch hier mehr Getreideschwatt. Mehr Frucht reingebracht. Klee, Silage, Klee ertrocknet. Gras-Silage. Naja, auch nicht schlecht, 630. Biomüll haben wir nicht. Ja, das dazu, ne? Und der Regen hört nicht auf. Solange es die Getreideerde nicht beginnt. In der reellen Landwirtschaft gibt es halt die Möglichkeit zum von der Trocknung des Getreides. Aber ich sag mal so, wenn er so nass ist, dann geht es auch nicht mehr. Also Regen und funktioniert er nicht. Ne? Also feucht ist das eine, aber nass ist das nächste. Ne? Deswegen sagt man so, jetzt wird er nicht funktionieren. Ja, das Optimum ist der andere.
Der andere an der fetten Glas. Der fährt 29. Ich muss auch noch die Kleeballen einsammeln. Uhrzeit 10. Gut. Ja, ist ja trotzdem 100.000 Bits pro Sekunde. Und daher hier Baustelle. Sorry. Das ist neu, Baustelle. Warte, mein Fan. Bei Steam. Fotos bei Steam. Fand den mal hier gleich am Anfang. Abgesehen schon mitbekommen, dass ich gleich, bevor ich losfahre, da die Aufnahme starte und beim Aufnahmeprogramm mache ich dann ein Foto. Könnte auch mittendrin ein Foto machen, weil man sich optimal vorher hinstellt. Natürlich ist, soll das da auch so sein, dass man das entsprechend auch dann auch nutzt. Ne? Also gerade mal das Fahrzeug fährt. Blödsinn wäre ja, wenn wir jetzt einen Drescher nehmen würden. Wir würden gar nicht dreschen. Ne? Es sei denn, ich würde einen Drescher jetzt zum Feld fahren zum ja, vorbereiten. Da muss ich noch einige Traktoren mir hinbringen. Weil das ist ja mit oh nee, bin ich müde. Mit Kurs beim Auto als Abfahrer, dann brauche ich ja Traktoren. Ne? Die müssen nicht schnell fahren, aber die müssen immer kontinuierlich fahren. Ne? Ich muss zum. Ich wollte gerade überlegen, wo fahre ich jetzt hin? Ja, BGH. Drei Folgen. Drei müsste ich noch. Das wäre dann zwei. Oh, das wollte ich nicht. Wie lange wollte ich machen? Das Missgeschick von mir, dass ich was probieren wollte. Ups. Das ist immer nicht ungünstig. Das mache ich morgen wieder. Ist ja kein Problem. Ein größer Ausruhen, das kommt nicht rum. Ja, aber die Folge habe ich noch. Wir müssen auch wieder mehr. So. Aber wir sind auch schon recht viele Ballen. Der Strohball da dabei ist ungünstig, der wird sich auflösen im Regen, aber gut. Deswegen werden wir hier den ganzen Haufen nicht durcheinander bringen, ne? Das sieht gut aus. Das verpackt wäre es im Silo nicht. Weil der eine nicht wissen verpackt ist beim allerersten Mal, wo ich die Silage leer gefahren habe. Ja, Zeit. Einer der ganz am Anfang der Folgen hier. Da habe ich hier das Gras von der Wiese reingefahren. Und habe zelliert. Und dann her ist es links und rechts. Und die Silo waren verpackt. Das macht auch einen Haufen Arbeit, das da in den Silo reinzukippen. Mit dem Rad auf dem Kolbwischel, mit dem links mal mit dem Radlader und Kursplay. Wenn der Platz ausreichen würde. Brauchst keinen großen, da reicht er normaler aus. Auf ganzer Fahren, ne? Aktion auch noch ein bisschen. Oh. Weiß gar nicht, wieso die GPU so stark belastet ist jetzt. Nur die 2080 Ti. Meine alte Grafikkarte. Da habe ich damals den Fehler gemacht, da kam eine neue Grafikkarte raus und habe vorher noch einen Rechner bestellt. Ne? Da kam die 1080. Mensch, hätte ich verkaufen können für 2000 Euro, überlegt. Damals Amazon haben die so eine Preise verlangt. Ob die das bekommen haben, ist eine andere Frage, aber ich sag mal so, ist schon heftig. Also, ich sag mal, ich persönlich würde ja, wenn ich eine neue Grafikkarte bekommen kann,
keine alte mehr nutzen. Wo die alte ja, auch nicht schlecht ist, ne? Für LS und so sitzt das die Top-Grafikkarte, muss ich sagen. Habe ich hier viel Rindenmulch? Ich glaube eher nicht, so viel Holz habe ich nicht hergefahren. Jo, das Sägewerk. Da ist mir, ich sag mal, diese Dinger. Das macht das Sägewerk so, so schwierig zu steuern, also zu betreiben. Weil, wenn die Balken dann da rumliegen. Ja, so viel ist das ja nicht. Ich habe ein bisschen Holz gemacht für die Bretter, ne? Ich Bretter habe für die Paletten, ne? Ja, den kann man nicht verkaufen, ne? 100%. Ich wüsste aber jetzt gar nicht wo. Ich glaube, bin mir nicht ganz sicher, ich glaube hier unten in der Ecke. Ich weiß, besser wäre mal ein Stapler, ne? Aber ich musste mal sehen, was das kostet, ne? 2,6. Kann man sagen. Ja, dann wickeln alle ein und dann geht los, ne? Und hier kann man Holz verkaufen, die Baumstämme. Gut, die sehen ein bisschen, ja, optisch gesehen, ein bisschen abgenutzt aus. Richtige Originalbaustellen sehen anders aus. Ja, das ist auch Zierde hier, ne? Die Bretter hier. Auch die nicht, das sind meine. Gut, weiterfahren. Nö, das Rindermulch lohnt sich, glaube ich, nicht. Das ist ein Hänger voll oder so. Ich habe zwar eine Fräse da, so einen kleinen Anhänger, das auf die Fräse bringen, auf den Anhänger laden und dann entsprechend nachher keine Frustzerstörung mehr. Wird ausgeschaltet? Wahrscheinlich. Naja gut, nächstes Mal wieder aktivieren. So, die Schauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Jetzt haben wir schon Dank fürs Reinschauen. Ein dickes Dankeschön dafür. Ja, morgen mache ich weiter. Im wahrsten Sinne des Wortes. Oder heute. Heute. Aber halt erst nach Feierabend. Ne? Gegen 19 Uhr, 20 Uhr den Dreh. Ja, dann ja, tschüss. Ciao. Ja, morgen geht's hier weiter. Mit Junge. Überlegen, was ich da anschaue. Mal gucken, ob ich da irgendwo so einen Dolly finde. Im Baumarkt. Ist aber so, ne? Ja. Dann ist der eine fertig. Der ist fertig. Und dann der nächste auch bald fertig. Und dann haben wir auch bald die ganzen Balken gesammelt. Morgen fertig. Morgen düngen. Und dann können wir auch die Geschwindigkeit etwas höher drehen. Und dann können wir mal gucken, was die Tiere alle so alles brauchen, ne? Wassermäßig, Futter. Und dann geht's weiter. Mal schauen. Mal tschüss, ciao. Und nochmal ein dickes Dankeschön fürs Reinschauen. Tschüss.